Der Römer Farbenfroh, eine Lichtinstallation aus dem Jahr 2017. Jetzt ist es auch hinter der Fassade des Frankfurter Rathauses bunt geworden. Eine Koalition aus Grüne, SPD, FDP und Volt. Der Parteineuling hat bei der Kommunalwahl im März aus dem Stand 3,7% geholt. Eileen O'Sullivan soll Dezernentin unter anderem für Digitalisierung werden. Das gab es so in Frankfurt noch nicht. Ich freue mich extrem über unseren Erfolg. Ich glaube, wir haben das alle vor einem Jahr, hätten wir uns das nicht träumen lassen können. Und ich glaube, wir sind ganz ekstatisch, dass wir jetzt endlich mal wirklich Verantwortung übernehmen können, mitgestalten können. Das ist was, was wir uns nicht hätten vorstellen können noch vor einem Jahr. O'Sullivan wird die erste Dezernentin von Volt in Deutschland sein. Größter Partner in der Koalition sind die Grünen. Nach ihrem Wahlsieg im März haben sie sich selbstbewusst von ihrem bisherigen Koalitionspartner, der CDU, losgesagt. Heute Abend sind nun alle Stadträte der CDU abgewählt worden. Auch im SPD-geführten Verkehrsdezernat wird es einen Wechsel geben. Für die Grünen ist das alles eine Neuausrichtung der Stadtpolitik. Eine neue Konstellation gibt uns auch eine neue Chance, die Themen, die vielleicht zu kurz gekommen sind, in Zukunft anders zu gestalten, eine neue Sichtweise geben. Das Klima, das ist ein zentraler Punkt, soziale Chancengerechtigkeit, wirtschaftlicher Aufschwung. Und ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Jahren für die Frankfurterinnen und Frankfurter uns stark machen und uns einsetzen können. Der Weg bis zur Koalition war steinig. Bereits im Mai präsentieren die Parteien ihren Koalitionsvertrag. Kurze Zeit später lässt die FDP das neue Bündnis platzen und fordert Nachverhandlungen. Erst die Zustimmung der Mitglieder bringt die Koalition auf den Weg. Bei der Wahl der Dezernenten soll es heute keine Überraschungen geben, sagt Annette Rinn, auch wenn die Mehrheit mit 4 Stimmen dünn ist. Rinn soll Dezernentin für Sicherheit und Ordnung werden. 14 Jahre lang war sie Fraktionsvorsitzende der FDP im Stadtparlament. Grundsätzlich ist es natürlich eine ganz andere Aufgabe, also zumal wir eben jetzt dann als FDP, als Partei in der Regierung sind und nicht in der Opposition. Das macht ja alleine schon einen riesigen Unterschied. Und für mich persönlich, ich habe natürlich deutlich mehr Verantwortung als Dezernentin, als ich die vorher hatte als Stadtverordnete. Bündnisse eingehen ist am Frankfurter Römer nichts Ungewöhnliches. Bis in alle Ewigkeit soll die neue Koalition drinnen im Stadtparlament nicht halten. Aber zumindest bis zur nächsten Wahl in 5 Jahren könnte es bunt bleiben. Unsere Kollegin Hanna Immich hat die Stadtverordnetenversammlung beobachtet. Hanna, ist denn alles so über die Bühne gegangen wie geplant? Du wirst es nicht glauben, es läuft alles noch hier. Im Hintergrund ist gerade noch die Wahl der hauptamtlichen Magistratsmitglieder voll im Gange. Also die Abwahl der alten Dezernenten der alten Römerkoalition, das ging relativ schnell und unkompliziert am Beginn der Sitzung um 16 Uhr. Dann war hier erstmal lange Aussprache, 2,5 Stunden lang hat man debattiert, nochmal über die Vor- und Nachteile der neuen Koalition und über die vorgeschlagenen Stadträte. Und dann Punkt 19 Uhr ging es los mit der Wahl. Die Stadtverordneten haben dann so Pappkartons vor sich hingestellt bekommen als Wahlurnen und 2 Entscheidungen sind schon getroffen. Also Nagis Eskandari Grünberg von den Grünen ist tatsächlich Bürgermeisterin geworden und Dezernentin für Integration. Und jetzt gerade vor einer Minute ist hier Stefanie Wüst bestätigt worden als Wirtschaftsdezernentin von der FDP. Ansonsten den Rest muss man abwarten noch. Die Verkehrspolitik soll ja grüner werden. Was heißt das für die Frankfurter, aber auch für die vielen Pendler, die an der Stadt gar nicht wählen konnten? Ja, es wird sich sicher einiges ändern. Also da ist man ja schon dran in Frankfurt. Das soll noch ausgebaut werden. Es soll weiterhin mehr Radspuren geben. Parken in der Innenstadt soll teurer werden. Es ist so geplant, dass es auch in der Innenstadt und in Wohngegenden autofreie oder autoarme Zonen geben soll, sodass eben eigentlich die Motivation ist, die innenstädtischen Bereiche autofreier zu machen, um auch Lebensqualität zu verbessern, aber auch CO2-Ausstoß natürlich zu reduzieren. Prominentestes Beispiel hier in Frankfurt ist der Mainkai. Das ist diese große Straße zwischen Römerberg und Main, die soll in 5 Jahren wieder autofrei werden. Und für die Pendler, ja, man plant Park-and-Ride-Plätze einzurichten an den Stadtgrenzen, sodass möglichst eben die Autos draußen stehen bleiben sollen. Vielen Dank, Hanna Immich, für diese Einschätzungen aus dem Frankfurter Römer.